So, einen wunderschönen guten Tag. Heute mal wieder ein kleines Video von mir. Dann schauen wir mal, was alles kommt. So. Western Jack. Schönes Spiel. Freispieler, 50 Cent und schwarze Haare. Es geht los. Ich habe heute mal ein paar neue Automaten da für euch. Ab und zu brauche ich mal ein bisschen Abwechslung. Und die stelle ich euch auch gleich kurz vor. Es sind schöne Geräte dabei. Es sind auch einige raus. Und einer ist als Ersatz, das ist der Mr. Truck. Habe ich leider keinen Platz mehr. Aber erstmal jetzt hier den Western Jack. Naja, so warm werden war es ja nicht schlecht, oder? 50 Cent. Eine Neuerung habe ich auch. Ne, das ist nicht neu, 50 Euro. Ein 20er kommt dann zurück. Ein Dispenser hat jetzt meine Maschine. Ich denke, den Luxus muss man sich leisten. So, jetzt gehen wir mal ganz schnell hier rüber. Solange wir noch ein bisschen Geld zum Spiel haben. Nein, da kommen schon die nächsten Freispiele. Ich habe hier ein bisschen Stress heute. Ich habe heute alles an, was anzumachen ist. Hey, das knallt ja wieder schön, ja? Ja, der war gestern also richtig gut drauf. Der hat so ca. 3000 Euro geschmissen, wie ihr seht. Cash Games, davon hat er 200 gegeben. 20 habe ich abgespielt heute. Und schon wieder 40 Euro, oder? Aber das ist ja noch ein bisschen, was dazu kommt. €91, keine schlechte Summe, würde ich sagen. Machen wir mal das Doppelte draus, was. War ja nicht so schwer, oder? Bisschen Kleingeld brauche ich schon zum Spiel. So, wir machen mal hier 80 Cent raus. Aber jetzt müssen wir erstmal hier ein bisschen Geld dran schmeißen. Das ist mal ein Blitz. Der kriegt 2 Euro. 2 Euro gleich 5 Mark bei mir. Habe alle Automaten bis auf die mit dem G18 drin umgestellt auf 5 D-Mark. So, hier mein Sorgenkind, der Bonus-Komet, hat leider keinen Sound. Wir arbeiten aber noch dran und ich hoffe, dass mit der neuen CPU vom Band. In diesem Sinne, schöne Grüße an dich, Band. Das Ganze wieder Sound bekommt. Schön, wenn der 5 Mark abfällt, ne? Und hier auch deutlich zu sehen, das neue Zählwerk von Micha. Danke, Micha. Gruß nach Bremen. Das ist er, der Bonus-Komet. Da ich ja neue Akkus habe, kann ich euch schon mal ein bisschen rumführen heute. Da hinten rappelt einer, ich weiß auch wer, ein Neuzugang von mir. Ich blende mal ganz schnell hier rüber. Ein Neuzugang. Der Disc Whip. Den habe ich vorhin mal hochgeballert auf die 50. Top-Spieler, muss ja auch mal sein. Der hat leider einen G18 drin, da kann ich nichts machen. Der nimmt also 2 Euro, 2 Mark. Wie ihr seht.
Da kann ich nichts machen. Noch ein Neuzugang. Dann Hillemann Utopia. Auch ein interessantes Gerät, das letzte von Hillemann damals. Ist also hier oben. Also ein bisschen schlecht zu sehen mit den Blau, Grün und Rot. Gibt es noch andere Spiele? Da gibt es Sonderspiele, Plus-Spiele und Utopia-Spiele. Oh, hier. Schauen wir mal. Ah, schade. Oh, bei 5 kann ich mehr starten. Könnte ja auch oben stehen bleiben, die Glück. Naja, haben die Spardos damit. So, mein Nova Gold. Oh, ne, ist gerade mal was am. Am Gebet, ich wollte sagen, nein. Guckt mal meine Scheck kurz. So. Supernova, was haben wir hier vorne? Oh, das hat gerade mal 100.000 Runden gegeben, sehe ich gerade. Okay. Das ist das Spiel Chicago. Wie ihr seht, da habe ich noch ein bisschen was drauf. Das waren gestern mal über 6 Millionen. Aber wie das mal im Spiel so ist, Punkte geht immer weg. So, mein Disco-Desk. Altbekannt. Ups, da hat 3 Spiele mitgenommen. Oh, 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 wir müssen mal hier hingehen. Ich sage, ich stehe hier im Stress bei den Gurken. Und hier noch ein Neuzugang. Ja, es ist ein Nova Star. Ein etwas seltenes Gerät. Passt aber zu meinen Novas hervorragend dazu. Nova Star, Nova Gold und Supernova. Ich denke, das sind die Highlights der Novas. So muss das sein. Hier bimmelt und klingelt, ich sag's euch, das ist hier wie Weihnachten. Als ob als einer einen Weihnachtsbaum schüttelt. So, jetzt geht der los. Zu spät. Halt natürlich auch nur. Das war ja aus. Das ist halt das Pech, der hat also hier die Begrenzung, wie man sieht. 200er. Hat der Nova Star auch. Da sind die Utopia-Spiele drin, ist auch mit Ausspielung, alles mit Ausspielung, der kann also von 30 Pfennig auf 100 plus Spiele stehen bleiben oder auf 100 Sonderspiele, hat er kein Problem mit 20 Pfennig. Eigentlich ein schönes Gerät. Mr. Truck habe ich auch noch, der ist als Ersatz draußen, wie gesagt, ich habe leider keinen Platz mehr, Klimaanlage steht auch schon da, es wird ja bald heiß, denke ich. Da bin ich mal gespannt, wenn die Checkpots hier kommen. Das sind jeweils 100 Sonderspiele. Nur Kelch, Kelch, Sonne. Kelch, 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 Sonne. So. Das ist eigentlich sehr leicht, gell? 12 mal 12 mal 12. Mehr nicht. Oh, 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 fast gut. Das wär's gewesen. Kann ja auch nochmal zeigen, oder? Geht alles. Nur jetzt nicht. Den machen wir der Einsatz erhöht, der will der nicht. Hat mir anscheinend nicht geschmeckt. Ja, da geben wir mal nochmal einen drauf. Da haben wir ja noch ein bisschen was da. So, da habt ihr mal ein bisschen Eindruck bekommen, wie es jetzt bei mir ist. Immer wieder mal was Neues. Nach dem letzten kleinen UT war das mal nötig. Da ja, habt ihr das gesehen? Das ist typisch, gell?
Das ist typisch. Einsatz verändert und schwuppdiwupp haben wir die Geschichte. Nee, es war wirklich Zeit, weil, wie gesagt, bei drei neuen Automaten, die ich jetzt bekommen habe, Utopia, VIP und Nova Star, da ist einiges passiert hier. Mr. Truck steht, wie gesagt, draußen als Ersatz. An dem Twinliner erfreut sich der Bernd. Ein Freund aus dem Ruhrpott. Und was haben wir dann noch? Ah ja, Royal Casino ging zu meinem Freund Heiger. Sonst noch jemand was kriegt von mir? Ach ja, der Michael aus Bremen hat einen Orion, ein Sunny Gold geschenkt bekommen von mir, dafür, dass er mir als Dank den Nova Star aus Bremen mitgebracht hatte. Muss ja auch mal sein. Bisschen Geschenke müssen wir ja machen. Der Bonus muss raus, der muss rollen, ne, Herr Bonus, Komet? Ei. Oh, der war durchgelaufen. Mistkiste, du. Genauso wie ich das jetzt vorhin hochgedrückt habe, kann das jetzt auch kaputt gehen. Und mal gucken, ob er kaputt geht. Also da hat er kein Problem damit. Ich gehe mal zwar nicht davon aus, aber man weiß es nicht. Nee. Wegen denen 15 Euro, also das ist Blödsinn. Aber für euch mache ich das. Kostet ja nichts, ne? So, hier vorne hat es auch gerabbelt, sehe ich gerade. Freispiele. Dann gucken wir mal, was das hier gibt. Das ist ein Spiel auf Stargames. Das nennt sich Chicago. Gab es auch auf den Crown-Geräten damals. Ein tolles Spiel. Kommen noch so zwei Stück, du Miststück. Wo ist der Multiplikator? Aber ich muss gerade mal hier schwenken. Mistkiste. Ups, sie hat es gerabbelt. Bonus mal 2. Aber 12 Spiele dazu. Aber das ist ja Stargames. Und hat mit meinem Spiel auch nochmal nichts zu tun, gell? Also in dem Sinn. Ah doch, ich muss ja starten. Und hier geben wir nochmal einen Schein. Der geht jetzt in den Dispenser wahrscheinlich. Hier können wir starten.